Wow. 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 Was haben Sie am 13. September 2014 gemacht? Wissen Sie nicht mehr? Ja, verständlich, schon eine Weile her. Bei GC-Fans sollte aber was klingeln. Der letzte Heimsieg der Grasshoppers gegen den FC Basel. Ja, ja, 8 lange Jahre. Vor 6 Jahren gab es den letzten Sieg im Joggeli damals, auch lange her. Spricht also viel für Rot-Blau und geht um viel. Klar, ist der Klassiker. Würdiges letztes Pflichtspiel für die beiden Teams in diesem Jahr. Auf geht's. Ja, in so einem prestigeträchtigen Duell ist es durchaus angebracht, früh Präsenz zu markieren. Aber bitte nicht übertreiben. Ndenge mit der Hand im Gesicht von Börcher gibt Gelb nach 2 Minuten. Schiedsrichter Alessandro Dudic gibt früh die Richtlinien vor. Ja, und die Basler denken sich, was die Zürcher können, können wir schon längst. Pelmar fährt den Arm aus, Herz der Leidtragende, 1:1 in Sachen gelben Karten. Der anschließende Freistoß, getreten von Dominik Schmid. Direkt auf den Kasten. Guter Versuch, 6. Minute. Die erste Torannäherung gehört den Grasshoppers. Ansonsten diese Startphase, naja, zerfahren. Beide Teams fehleranfällig. Hier der FCB. GC kommt mit Dadaschow daneben. Der Klassiker bisher. Noch kein Leckerbissen. Immerhin dann mal ein sehenswerter Angriff nach knapp 30 Minuten. Vorgetragen vom FC Basel. Doi. Harmlos. Aber die Partie nimmt so allmählich Fahrt auf. Was bleibt, sind Fehler in der Basler Defensive. Fehlpass, Pelmar und dann geht's schnell. Herz auf dem Denge und in der Mitte Dadaschow drin. GC führt. Die Basler werden für unkonzentriertes Verhalten hinten drin bestraft. Wobei, Achtung, jetzt wird's wild. Der VAR meldet sich beim Schiedsrichter. Abseits soll's gewesen sein. Abrashi gewinnt den Ball, läuft dann durch. Herz spielt aber Ndenge an, der nicht im Abseits steht. Das sieht dann offenbar auch Volker Zwiel so. Denn Schiri Dudic bekommt wieder was aufs Ohr gesagt. Bitte einmal selber anschauen gehen. Er sieht diese Perspektive. Wir haben noch diese hier. Abrashi mit der Nummer 6 greift da klar nicht ein. Und dementsprechend zählt dieses Tor. Renat Dadaschow mit der Führung fürs Heimteam. So, nach diesem ganzen Hin und Her erstmal durchschnaufen. Pause im Letzigrund und auch Zeit für FCB-Boss David Degen, sich die Szene selber nochmals anzuschauen. Er hat sie sich sicher angeschaut, Trainer Alex Frey. Und gegenüber Giorgio Contini muss sich Folgendes anschauen. Freistoß Basel, 47. Minute, Fabian Frey und Fink. Ja, wenn er den besser platziert, steht es hier 1:1. Bradley Fink, Torschütze am Mittwoch gegen Luzern. Von den Gästen kommt jetzt zumindest etwas mehr. Da wurde wohl einiges angesprochen in der Kabine. Vielleicht ja, dass es über links gehen soll, über Ndoi. Oh mein Haar! Walter Börcher nicht an die Kugel gekommen, weil Ribeiro gerade noch so zur Stelle ist. Ja, von den Sitzen reißt uns dieser Klassiker nach wie vor nicht, bestätigt uns der gute Herr aus der GC-Präsidentenloge. Und mal um zu veranschaulichen, wie diese Partie so läuft nach gut 70 Minuten, das ist Basels 15. Eckball. Die Gäste, sie sind dominanter, aber eben nicht zwingender. Auch wenn sie den Gegner zeitweise ordentlich einschnüren da hinten. Die letzte Konsequenz, die fehlt. Und da kann sich durchaus auch mal Wut anstauen. Der nächste FCB-Angriff über den eingewechselten Miller. Und dann verpasst Fink. Da muss die Wut jetzt auch mal rausgelassen werden. Und hier dann eben auch. Die letzten 10 Minuten mittlerweile angebrochen.
Basel auf der verzweifelten Suche nach dem Treffer. Fabian Frey. Zekiri. Akrobatisch, aber eben nicht erfolgreich. Andi Zekiri ebenfalls neu in der Partie und ebenfalls bereits gefrustet. Verhältnis 20 zu 0 pro FCB. Unfassbar. Amdouni. Katterbach. Ansgar Belk. Eieiei, jetzt kommt auch noch Pech dazu. Zekiri und Co. sind jetzt drückend überlegen. Die Szene geht weiter. Diouf mit großen Schritten geht es nach vorne. Ganz hinten steht Gomas. Fink setzt ihn daneben. Chancenwucher beim FC Basel. Der Frust verwandelt sich allmählich in Verzweiflung. Und an der Seitenlinie, da bibbert einer. Giorgio Contini. Wir sind bereits in der 96. Minute. Die letzten Angriffsbemühungen der Basler. Nein, aus und vorbei. Die Grasshoppers haben es geschafft. Sie schlagen den FC Basel zu Hause. Und das erstmals wieder seit 2014. Ja, und der FCB, nur so viel. Manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte.